Servus, Thorsten. Hey, Berti, was machst denn du da? Fahren wir das dran. Wenn's wegen dem Donnerblitz ist, das ist fein nicht so, wie du denkst, gell? Ach ja. Wie ist es dann? Berti. Berti, nicht. Wo ist das Frühstück? Heute gibt's kein Frühstück, ich muss sofort zur Stadtratssitzung. Herrschaft Marie, ich war jetzt 2 Stunden im Steu, ich habe einen riesen Hunger. Mei, dann kaufst du heute halt mal auf dem Weg in die Arbeit eine Leberkassemmel, mir pressiert's. Leberkassemmel, wie ist der Kaffeesmarke? Ne? Hab ich aber nicht. Und heute auf Nacht bin ich auch nicht da, Sondersitzung vom Kulturausschuss wegen dem Gastspiel von der Münchner Staatsoper. Rabenschwester. Hab ich gehört, servus. Frau Stockel, was gibt's? Da ist nicht die Stockel, da ist der Michi. Wieso rufst du vom Apparat von der Stockel an? Weil sie nicht da ist. Sie hat ihren Freizeitausgleich. Und warum rufst du jetzt an? Weil wir eine Leiche haben. Eine neue. Und wo haben wir die neue Leiche? Mei, Michi! Gut, schöne Frau, wo fährst du denn hin? Ja, wo werde ich hinfahren, wenn ich zum Gestüt fahre? Zum Reiten. Zum Reiten? Seit wann kannst du reiten? Seit heute. Ich habe nämlich im Radioquiz 5 Reitstunden gewonnen und um 9 geht's los. Nein, geht's nicht. Wieso nicht? Weil sie den Besitzer vom Gestüt umgebracht haben und weil der Tatort für Unbefugte gesperrt ist, bis die Spuse fertig hat. Ich bin aber befugt. Ich bin nämlich von der Rosenheimer Polizei. Aber heute bist du Reiterin und als Reiterin bist du unbefugt. Nein, Michi, Hauptsache du kannst gescheit herreden. Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich? Ja, bitte. Ach, Herr Stumpfegger, wenn er noch nichts mehr eingefällt, dann. Adresse brauche ich noch. Stumpfegger, Liebkindstraße 12. Liebkindstraße? Ist das in Rosenheim? Nein, Bad Aibling. Bad Aibling? Moin, Herr Mohr. Ach, guten Tag, Herr Hansen. Grüß dich, Corbinia. Grüß dich, Michael. Ja, wollt auch schon mal schneller. Okay. Naja, wir mussten kurz einen Zwischenstopp einlegen. Dem Kollegen Hofer wurde zu Hause das Frühstück verweigert. Ich würde dann ganz gerne nach Hause fahren. Freilich fahren Sie nur nach Hause, Adresse haben wir ja. Wiederschauen, Herr Stumpfegger. Wiederschauen. Wiederschauen. Das ist der Herr Stumpfegger. Der hat den Toten gefunden. Und wie ich Sie kenne, brauchen wir uns mit ihm nicht mehr zu unterhalten, weil Sie das schon ausführlichst getan haben. Stimmt's? Freilich. Also, leg los. Also, der Tote heißt Thorsten Körner, 45 Jahre alt, verheiratet, keine Kinder. Dem kehrt es da alles. Also hat gehört. Mhm. Wie ist er umgebracht worden? Der Rasputin hat tot getrampelt. Der Rasputin, das ist ein Pferd, nehme ich an. Ja, genau. Kann das kein Unfall gewesen sein? Habe ich mir auch gedacht. Aber der Herr Stumpfegger hat gesagt, dass der Rasputin niemals irgendjemanden tot trampelt hat. Schon gar nicht so herrlich. Das heißt, das Pferd wurde als Mordwaffe benutzt? Ja, kann man so sagen. Tatzeitpunkt? Das weiß ich nicht. Frag die Frau Doktor, die ist da drin. Ist gut. Danke, Michi. Gerne. Da fragen wir sie doch glatt. Jetzt mal ruhig an mitnehmen, Kinder. Schwer. Moin, moin, Frau Doktor. Guten Morgen, Frau Doktor Kern. Guten Morgen, die Herren. Wissen Sie schon was über den Todeszeitpunkt? Ich schätze mal gestern Abend zwischen 20 und 21 Uhr. Die Todesursache? Da wird wohl jemand sein Pferd Rasputin scheu gemacht haben. Ja, wieso kann es nicht sein, dass das Pferd von selber durchgedreht ist? Sehen Sie mal hier. Die Hämatome im Gesicht, das stammt nicht vom Pferd. Das sieht anders aus. Faustschläge? Würde ich so sagen. Ich werde mich mal mit dem Veterinär unterhalten, ob er Gewalteinwirkung am Rasputin festgestellt hat. Danke, Frau Doktor, super. Bis dann. Bis dann. Corbinia? Ja, Erwin? Ja, das habe ich hier gefunden. Danke, Erwin. Ein Kaugummi. Gut, bitte lassen Sie mich. Nein, das geht doch nicht. Sie nicht Tatort, du kannst dich doch nicht nein. Was ist denn da los? Stimmt, ist das der Thorsten? Ja, aber. Mein Gott, Thorsten. Bleibst du da? Wach auf, Thorsten. Doch. Bitte, Thorsten, wach auf. Würden Sie mir sagen, wer Sie sind? Melanie Jenrich, Thorstens Verlobte. Tut mir leid, Frau Jenrich. Kommen Sie. Aber was ist denn geschehen? Das besprechen wir am besten vor der Halle. Ja, kommen Sie.
Wie ist das denn passiert? Wir müssen davon ausgehen, dass jemand das Pferd scheu gemacht hat. Sie meinen, jemand hat ihn umgebracht? Im Augenblick müssen wir davon ausgehen. Das kann nicht sie gewesen sein. Sie haben einen Verdacht? Natürlich. Seine Frau, wer sollte es sonst gewesen sein? Seine Frau? Haben Sie nicht eben gesagt, Sie wären seine Verlobte? Bin ich auch. Thorsten wollte sich scheiden lassen. Dann würde das Wort Geliebte Ihren Status aber exakter beschreiben. Nennen Sie es, wie Sie wollen. Auf jeden Fall wollten Thorsten und ich sofort nach der Scheidung heiraten und von hier weggehen. Und das hat der Frau Körner überhaupt nicht geschmeckt. Das können Sie laut sagen. Sie wäre mit absolut leeren Händen dagestanden. Das ist schon mal sehr interessant, Frau Jenrich. Wenn Sie uns jetzt noch sagen, wo Sie gestern zwischen 20 und 21 Uhr waren? Zu Hause. Allein? Natürlich allein. Thorsten war ja hier, hatte noch einen Haufen Papierkram zu erledigen und wollte dann hier übernachten. Darf ich jetzt tun? Das geht leider nicht, tut mir leid. Solange die Spurensicherung nicht fertig ist. Aber wir geben Ihnen Bescheid, sobald die Leiche freigegeben ist. Wissen Sie zufällig, wo die Frau Körner ist? Nein. Gut, danke. Das wär's dann. Wenn wir noch Fragen haben, dann melden wir uns bei Ihnen. Können Sie mir bitte eines versprechen? Was denn? Ich möchte dabei sein, wenn Sie dem Mörder die Handschellen anlegen. Lassen Sie uns erstmal unsere Arbeit machen und dann sehen wir weiter. Wiedersehen. So, ich habe mit dem Veterinär gesprochen. Und? Er meint, dass es sich beim Pferd um vorsätzliche Verletzungen handelt, die darauf hindeuten, dass es scheu gemacht wurde. Also Mordwaffe Rasputin? Kann man so sagen. Alles Weitere dann nach der Obduktion? Grüß Gott. Entschuldigung, hier können Sie jetzt nicht reinfahren. Wieso nicht? Sagen Sie mir bitte, wer Sie sind. Ich heiße Körner, ich wohne hier. Ach so, dann sind Sie die Frau von dem vom Herrn Körner. Natürlich, können Sie mir jetzt bitte sagen, was hier los ist? Nein, das erklären Ihnen dann unsere Herren Hauptkommissare. Wenn Sie bitte mitkommen möchten. Gehen Sie ruhig vor. Herr Hansen? Ja? Folgendes. Das ist die Frau Körner. Die Frau von Herrn Körner. Ah ja. Hansen, Kripo Rosenheim. Ist was mit Thorsten? Er ist tot. Tut uns leid. Wir müssen davon ausgehen, dass er ermordet wurde. Was? Aber das ist doch unmöglich. Ich meine, wer soll denn sowas? Wir haben gehofft, dass Sie uns da vielleicht weiterhelfen könnten. Ich weiß, dass das jetzt sehr schwer für Sie ist, aber wir müssten Ihnen ein paar Fragen stellen. Fragen? Was denn für Fragen? Ich glaube, es ist besser, wir gehen rein. Kommen Sie. Ja. Sagen Sie bitte Herrn Hofer Bescheid. Ja. Frau Stocke, wollten Sie sich nicht heute freinehmen? Ja, ich wollte zum Reiten gehen. Seit wann reiten Sie? Seit heute. Ich habe nämlich bei einem Radioquiz 5 Reitstunden gewonnen. Und wieso sind Sie dann nicht beim Reiten? Weil da unsere neue Leiche liegt und deswegen die Reitstunden ausgefallen sind. Aha, und da haben Sie beschlossen, Ihren Freizeitausgleich einfach zu verschieben. Genau. Dienstbeginn ist allerdings um 8 und jetzt ist es schon kurz nach 10. Frau Ortmann, was kann ich dafür, wenn sich der Gestützbesitzer umbringen lässt? Es ist sozusagen dienstlicher Freizeitausfall. Schönen Tag noch. Ah ja. Wollen Sie vielleicht einen Schluck Wasser? Nein. Sie und Ihr Mann haben in Scheidung gelebt. Wie kommen Sie darauf? Das haben wir gehört. Ach so. Sie haben Melanie getroffen. Ja, das hätte sie gern. Stimmt also nicht, dass Ihr Mann sich scheiden lassen wollte? Nein. Könnte ich jetzt bitte doch ein Glas Wasser haben? Natürlich. Nein? Ja, unsere Ehe war nicht mehr so wie am ersten Tag. Die üblichen Abnutzungserscheinungen eben. Aber von Scheidung war keine Rede. Bitte. Aber die Frau Jenrich behauptet, sie hätte ein Verhältnis mit ihrem Mann gehabt. Vielleicht war da was, aber wenn, dann war es nichts Ernstes. Und dass Ihr Mann und die Frau Jenrich gemeinsam fortgehen wollten, das stimmt dann auch nicht. Wollen Sie, Thorsten ist ein sehr attraktiver Mann. Die Frauen sind ihm ständig nachgestiegen. Und sicherlich hat er auch nicht immer Nein gesagt, aber wegen dieser Kuh hätte er mich ganz bestimmt nicht verlassen. Wann haben Sie Ihren Mann zuletzt gesehen? Gestern. So gegen Mittag. Okay. Hat Ihr Mann Feinde? Oder gab es in letzter Zeit irgendwelchen Ärger mit Kunden oder Angestellten? Nicht, dass ich wüsste. Gut.
Wir müssten echt dann nur noch wissen, wo Sie gestern Abend zwischen 20 und 21 Uhr waren. Da war ich in München bei meiner Mutter. Ich habe dort übernachtet. Gut, ich glaube, das wäre es fürs Erste. Wenn wir weitere Fragen haben, dann melden wir uns bei Ihnen. Danke, Frau Körner. Wiederschauen. Wiederschauen. Wiedersehen. Hallo, ich bin's. Ich muss dich dringend sprechen. Nein, nicht am Telefon. Mei, herrlich, Michi. Das musst du anschauen. Was muss ich mir anschauen? Die Buddel vom Gestüt Rostal. Das reinste Paradies. Wie ich dort war, waren aber relativ viele Pferdeäpfel in deinem Paradies. Mei, sei halt immer ein bisschen romantisch. Guten Morgen, Frau Stockler. Gibt's einen Kaffee? Ha, guten Morgen, ist gut, wir haben gleich Mittag. Guten Appetit, was ist mit dem Kaffee? Es gibt keinen Kaffee. Und warum, wenn ich fragen darf? Weil die Kaffeedose leer ist, Michi. Und die Kaffeekasse auch. Und ich nicht immer Lust habe, das ganze Geld vorzustrecken. Ich glaube, ich bin der Einzige, der hier was einzahlt, oder? Ich glaube, der Hansen wird auch gleich einzahlen, gell, Herr Hansen? Natürlich, Frau Stockel. Was ist mit dir, Michi? Ich trinke Tee. Also genügend da. Jo. Würden Sie einmal ausprobieren, ist viel gesünder. Danke. Gut, nachdem das geklärt ist, könnten Sie sich ja über das Gestüt rauskundig machen. Bin ich gerade dabei. Fürs reinste Paradies. Fein. Wenn Sie im Paradies fertig sind, dann checken Sie alle Informationen über den Herrn Körner. Finanzielle Situation, Testament, Ehevertrag. Das mache ich sehr, sehr gerne. Danke, Frau Stolz. Und Sie, Herr Mohr, überprüfen Sie bitte das Alibi von der Frau Körner. Sie gibt an, bei ihrer Mutter in München gewesen zu sein. Annelie Kämpfer, Rosner Gasse 17. Und was macht ihr? Wir gehen jetzt erst in meinen Kaffee trinken, oder? Gerne. Tschüss. Wiederschauen. Das ist wieder typisch. Und bei uns bleibt die ganze Arbeit hängen. Tja. Herrlich. Servus. Hey. Für den Frühstück ist es spät und für den Mittag zu früh. Und für den Kaffee zwischendurch ist gerade recht. Moin, moin. Ich nehme Cappuccino. Für mich Hafer und Milchkaffee. Also eine der beiden lügt. Entweder die Verlobte oder die Ehefrau. Tja, oder beide sagen die Wahrheit. Na, es könnte sein, dass der Körner beiden Damen was vorgemacht hat und sie haben es ihm geglaubt. Ah. Redet ihr von dem Gestützbesitzer, den sie umgebracht haben? Die entgeht auch gar nichts, hein? Wieso, weißt du was über ihn? Mei, was man halt so hört. Und was hört man so? Der soll nicht nur Reitstunden gegeben haben, der soll da gehandelt haben mit den Viechern. Ja und? Sagt dir der Begriff Rostal schon was? Logisch. Ach, du meinst, er hat lahme Gäule teuer verkauft. Zum Beispiel. Geht's ein bisschen genauer? Wie gesagt, was man halt so hört. Dann sollten wir dem zumindest mal nachgehen, Kollege. Hm? Das machen wir. Wenn's ihr mich nicht hättet. Dann? Na was? Stockel, mein Name, grüß Gott. Ich wollte einen Termin noch mal ausmachen, weil heute Vormittag hat es ja nicht geklappt. Mhm. Hibiskus muss probieren. Hibiskus? Ja? Ja, das wird passen. Ja, vielen Dank. Wiederhören. So, jetzt habe ich neue Reitstunden ausgemacht. Und zwar für heute Nachmittag. Jetzt nimmst du schon wieder Freizeitausgleich. Wieso? Stimmt doch gar nicht von heute Morgen. Das gilt nicht. Ja, aber du kannst doch erst dorthin, wenn der Tatort freigegeben ist. So ein Schmarrn. Die Reithalle ist doch gar nicht da, wo sie den Toten gefunden haben. Ich glaube nicht, dass der 80er und unsere Chefitäten das toll finden, wenn du jetzt da draußen irgendwie so Reitstunden nimmst. Ich lass doch meine Reitstunden nicht verfallen, nur weil sie der Gestützbesitzer umbringen lässt. Also wirklich nicht. So, wir werden jetzt auch wieder da. Und Frau Stockel, haben Sie was rausgefunden mit Herrn Körner? Ja, Hexen koordiniert, weil wenn ich Hexen kann, dann war ich nicht bei der Rosenheimer Polizei. Aber einen frischen Kaffee gab es. Nein, danke. Ist die Rostalzeiten auf? Ja, da, bitte. Und Sie, Herr Mohr, haben Sie schon Frau Körners Alibi überprüft? Freilich habe ich das schon überprüft. Ja, und? Ja, also die Mutter Körner sagt, dass die Tochter Körner gestern um 3 Uhr Nachmittag gekommen ist und erst heute am Vormittag wieder gefahren. Dann scheidet Frau Körner als Täterin aus. Wenn das, was die Mutter Körner sagt, stimmt, weil wenn das nicht stimmt, dann scheidet die Tochter Körner als Täterin nicht aus. Nee, du bist so ein Gescheithafer. Noch etwas, Herr Mohr. Checken Sie bitte die Geschäftsunterlagen von Frau Körner darauf hin, ob es eventuell Ärger beim Verkauf von Pferden gegeben hat, ja? Wieso soll ich das machen? Indem Sie die Unterlagen vielleicht einfach lesen.
Super, lies die Unterlagen und da steht dann drin, ob sie eben dann eher gegeben hat. Na sehen Sie, genau diese Entschlossenheit ist es, die wir so sehr an Ihnen schätzen, Herr Mohr. Was weiß ich, Herr Hansen? Apfelgeier. Entschuldigung, was Gott? Was Gott? Den Herrn Stumpfecker suche ich. Sind Sie seine neue Schülerin? Ja, ich habe das Schnupperpaket gewonnen. Da oben. Danke. Grüß Gott. Hallo. Stockel. Stockel? Miriam Stockel, ich bin quasi das Gewinnspielpaket. Ah, genau. Bist du schon mal geritten? Es ist doch okay, wenn ich du sage. Ich bin der Philipp. Ja, ich bin schon mal geritten. Allerdings nur auf dem Volksfest und das auf dem Pony und das Ganze im Kreis. Na wunderbar, so fangen wir hier auch an. Einfach im Kreis reiten. Mhm. Also erstmal starten wir dich aus, würde ich sagen. Alles klar. Danke. Setz mal den linken Fuß hier in den Steigbügel. So, und jetzt. Alles klar? Ja, und hier ist auch alles wunderschön. Sehr gut, okay? Ja. Und los geht's. Du machst es ganz hervorragend. Ausgezeichnet. Okay. Sehr gut aus, was ich da sehe. Ein echtes Naturtalent. Danke. Was willst du hier? Ich hole meine Reitklamotten. Okay, und dann verschwindest du. Du wirst schon sehen, was du davon hast. Ich gebe dir 5 Minuten, dann hole ich die Polizei. Das würde ich mir an deiner Stelle sehr gut überlegen. Der Schuss könnte leicht nach hinten losgehen. Miststück. Ja, grüß Gott, Herr Hofer. Ja, servus, Bruderherz. Ja, servus. Grüß Gott, 80er. So schauen also deine Ausschusssitzungen aus. Schmarrn, wir sind gerade fertig geworden. Wir sind sozusagen beim gemütlichen Teil des Abends angekommen. Wollen Sie immer nicht hersitzen zu uns? Ja. Na, danke. Ich bereite mich ruhig. Ach, seine spinnerten 5 Minuten. Hat er das öfter? Alle 5 Minuten. Ist witzig. Hallo, Corbinian. Was magst du? Ein Weißbier. Gerne. Corbinian, servus. Ja, grüß dich, Rainer. Wo bleibst du denn so lang? Eigentlich hätte ich schon heute Mittag mit dir gerechnet. Wieso hättest du schon mit dir gerechnet? Haben sie den Körner jetzt umgebracht oder nicht? Wahrscheinlich hast du den Körner umgebracht, aber kann ich gewusst, dass du dem so Anwalt gewesen bist. Dann weißt du es jetzt. Okay. Und? Dann sag einmal, stimmt es, dass ich dir scheiden lassen wollte? Du, Corbinian, ganz was anderes. Morgen auf die Nacht ist doch das Gastspiel von der Münchner Staatsoper in der Stadthalle. Da sind partout keine Karten mehr zum Grillen. Total ausverkauft. Echt? Was hat das mit dem Körner zu tun? Mit dem Körner hat das gar nichts zu tun. Ich habe bloß gemeint, weil der Schwester im Kulturausschuss sitzt. Okay. Ich werde schauen, was ich für dich tun kann. Das ist ein bisschen wenig. Frag's halt gleich, da sitzt sie doch. Das ist jetzt gerade ungünstig. Wieso? Ich tue, was ich kann, ich versprich's dir. Zwei Karten. So. Ein Weißbier. Zum Wohl. Danke, Witze. Also, wollt ihr sie jetzt scheiden lassen oder nicht? Freilich wollte sie sich scheiden lassen. Ich hätte ihn ja dabei anwaltlich vertreten sollen. Uah. So, das war's für heute. So, und jetzt langsam nach vorne lehnen. Mhm. Genau. Einmal rumschwingen und. Ach. Sehr schön. So. Ja. Sieht wirklich sehr gut aus, was ich da sehe. Mhm. Und nächste Stunde gehen wir noch ein bisschen forscher ran. Was? Nur forscher? Einer Schritt kommt Trab und dann Galopp. Aber ich bin doch noch gar nicht so weit. Ganz bestimmt. Dafür habe ich ein Auge. Sag mal, haben die Körner so eine Art von E-Vertrag gehabt? Du, um noch mal auf die Karten zu kommen, als Stadträtin kriegt der Schwester die Karten schon umsonst, oder? Das weiß ich nicht. Ah, das müsst ihr aber schon wissen. Und wenn du das doch fragen willst. Ich mach das dann schon. Also, haben sie einen E-Vertrag gehabt oder nicht?
Und was für einen. Bei einer Scheidung hätte seine Frau ganz schön mit dem Ofenrohr ins Gebirg geschaut. Und jetzt? Jetzt hat sie einen Jackpot geknackt. Sie erbt alles. Wenn das kein Mordmotiv ist. Und was für eins. Dank dir. Prost. Prost. Soll ich dich nach Hause bringen? Dein Rad passt locker in meinen Kofferraum. Na danke, das ist nett. Ich würde dich aber gern nach Hause bringen. Sehr gern sogar. Ja, ich fahre eigentlich ganz gern mit meinem Radl heim. Schade. Mhm. Aber was nicht ist, kann noch kommen. Schauen wir mal. Na dann. Mhm. Ciao. Ciao. Hey. Du kannst es nicht lassen, was? Wovon sprichst du? Du weißt genau, wovon ich spreche. Deine ständigen Weibergeschichten gehen mir so auf die Nerven. Ich bin nett zu deinen Kunden. Ist doch auch in deinem Interesse. Das gehört alles zum Geschäft. Ich liebe dich. Ich dich auch. Und du weißt, dass du die einzige Frau in deinem Leben bist. Bleibst du heute Nacht hier? Meinst du, dein Mann ist noch nicht mal 24 Stunden tot? Na und? Hallo Joe. Servus, wie immer? Ja, ich nehme Rotwein. Und seid schon weitergekommen in einem neuen Fall? Nicht wirklich. Aber du weißt ja auch, dass ich nicht drüber sprechen darf. Aber fragen lässt mich sowas, ne? Dich schon, ja. Was zum Beispiel soll ich dich denn fragen? Hier, weil du letztens erzählt hast, der Körner beim Pferdehandel geschissen haben soll. Ja, ich erinnere mich. Da scheint auf jeden Fall was dran zu sein. Und wie ich dich kenne, hast du bestimmt auch einen Namen parat, hm? Logisch. Und? Nagler Berti. Sag mir nichts. Ist das Rosenheim warst, hat er da schon was sagen. Das ist ein Großgastronom, dem man nachsagt, dass er ein paar Pferde laufen hat. Und nicht nur vierbeinige. Ein echter Pferdefreund. Und dieser, Nagler, Berti? Nagler? Der wurde von Körner über den Tisch gezogen, sagt man. Es gibt kein Gerücht, an dem so überhaupt gar nichts dran ist. Schau, heute gibt's ein Frühstück für denjenigen, der im Stall war. Nicht so wie gestern. Du hast doch nicht in aller Herrgottsfrühe in den Stadtrat müssen. Machst du einen Kaffee? Oh, danke. Was gibt's denn? Pfannkuchen. Und sonst? Nix. Jetzt red schon. Also, stimmt es, dass das Gastspiel von der Staatsoper ausverkauft ist? Restlos. Selbst der 80er und ich haben noch mit Ach und Krach Karten gekriegt. Warum fragst du? Bloß so. Du fragst nie bloß so. Nein, ich habe gestern einen Bekannten getroffen, zufällig. Und ich bin immer schuldig. Und da habe ich mir halt gedacht... Und wer ist der Bekannte? Der Fischbach vielleicht? Mit dem bist du doch gestern im Rosenbräu zusammengeguckt. Und er war dir gefällig und nicht so in der Zeche zahlen? Nein, Bruderherz. So nicht. Nein, ich habe mir gedacht, dass du mir auch zwei Karten zahlen kannst. Aussichtslos. Nada. Für die Veranstaltung könnte nicht einmal der Oberbürgermeister zwei Karten auftreiben. Und was mache ich jetzt? Ich hab's versprochen. So. Versprochen. Ja, und jetzt? Das Einzige, ich könnte schauen. Vielleicht hast du Glück und es haben zwei abgesagt. Du hättest aber es gut bei mir. Ja. Was ich alles gut bei dir hab. Ah, jetzt pressiert's mal, aber ich muss zum 80er. Ich gehe jetzt gleich ins Bad. Und du kannst dabei schon Tisch abräumen, hm? Selbstverständlich. Soll ich mal durchsagen drin? Ja. Hm? Mach es so. Und mit den Schultern ganz locker bleiben. Ja. Guten Morgen, Bernhard. Morgen, Herr Hofer. Ah, Herr Hofer, ich habe herausgefunden, wer vom Körner sein Testament Bescheid wissen könnte. Der Fischbach. Wie wissen Sie das jetzt? Na ja, vielleicht weil ich hexen kann. Ja, Herr Hansen,
Zu Ihnen wollte ich gerade. Und hier bin ich. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe mir die Unterlagen durchgesehen, die Herr Mohr mir gegeben hat. Was denn für Unterlagen? Körners Geschäftsunterlagen. Er hat mich doch für Sie gebeten, nachzusehen, ob es bei einem der Verkäufe zu Unstimmigkeiten gekommen sein könnte. Also eigentlich sollte das der gute Herr Mohr selber machen. Und der gibt es eigenmächtig an mich weiter? Offensichtlich, ja. Herr Hansen, wenn Sie sich schon vor der Arbeit drücken, dann sollten Sie doch wenigstens dazu stehen. Also ich... Ja, Sie. Sind Sie denn fündig geworden? Ja. Es gab in letzter Zeit tatsächlich mächtig Ärger. Herr Körner hat angeblich einen sündhaft teuren Deckhengst verkauft, der sein Geld nicht wert gewesen sein soll. Aha. Einen gewissen Berti Nagler? Ja, woher wissen Sie das? Rosenheims brodelnde Gerüchteküche. Aha. Frau Stockel. In diesem Fall hat Joe gekocht. Er hat alles. Sagt jemand den Namen Nagler was? Berti Nagler? Na? Ihnen sollte er schon etwas sagen, Herr Mohr. Sollten ja, tun, nein. Wenn Sie Körners Geschäftsunterlagen selbst durchgesehen hätten, dann wären Sie auf diesen Namen gestoßen. Herr Hansen, ich habe mir nur gedacht, die Frau Ortmann kennt sich bei so Papierzeug so viel besser aus. Und deswegen sagen Sie ihr, dass ich Sie beauftragt hätte? Das habe ich nie gesagt. Zumindest nicht ausdrücklich. Ja, ist schon gut, Herr Mohr. Frau Ortmann verbucht es einfach auf meinem Konto für Arbeitseifer. Oder so. Ja. Dieser Nagler scheint vom Körner beim Kauf eines Zuchthengstes kräftig über den Tisch gezogen worden zu sein. Danke. Wollen wir vorladen? Gute Idee. Ja. Und wir? Wir nehmen uns die Frau vom Körner noch mal vor. Die hat uns einen sauberen Bären aufgebunden. Wieso? Von wegen, ihr Mann wollte sie nicht scheiden lassen. Herr Hofer, ich hab was über die Frau Körner rausgefunden. Die hat was mit dem Reitlehrer. Woher wissen Sie das? Das habe ich aufgeschnappt. Zufällig. Bei meiner ersten Reitstunde. Sagt bloß, die waren auf dem Gestüt. In meiner Freizeit kann ich machen, was ich will. Das ist ja richtig, aber trotzdem wäre es gut, wenn Sie einen großen Bogen ins Gestüt machen würden. Zumindest bis der Fall geklärt ist. Selbstverständlich, Herr Hansen. Ich habe eh so einen Muskelkater, dass ich kaum sitzen kann. Tja, Frau Stuttel. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott eben sofort. Herr Hofer, der Herr Fischbach hat angerufen. Ich soll Sie nur erinnern. Sie wüssten schon, warum. Irgendetwas zu unserem Fall, was ich wissen sollte? Nicht wirklich. Ihr steigt schon mal auf, okay? Und reitet unten auf dem Platz. Ich komme danach, sobald ich Zeit habe. Ja. Guten Morgen, Frau Körner. Dürfen Sie mal kurz sprechen? Sie sehen doch, dass ich beschäftigt bin. Das war keine Frage. Kommen Sie bitte. Auf geht's. Tut mir leid. Na gut, dann wollte er sich eben von mir scheiden lassen. Und in dem Fall wären Sie leer ausgegangen. So aber erben Sie und zwar alles. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich deshalb meinen Mann umbringe. Es sind schon Leute wegen weit weniger ermordet worden. Außerdem haben Sie uns verschwiegen, dass Sie ein Verhältnis mit Ihrem Reitlehrer haben. Was? Mit Philipp? Das ist gelogen. Auch dafür haben wir einen Zeugen, der Sie zusammen gesehen hat, und zwar in einer unmissverständlichen Situation. Frau Körner, Ihr Leugnen macht keinen Sinn. Das macht Ihre Lage nur noch schlimmer. Also schön. Ja, ich bin mit Philipp zusammen. Aber erst seit mein Mann mir gesagt hat, dass er sich von mir scheiden lassen will. Es spielt keine Rolle, seit wann Sie zusammen sind. Tatsache ist, dass Sie gleich zwei Mordmotive haben. Ja, und ein Alibi. Haben Sie das schon vergessen? Ich war bei meiner Mutter in München. Die ist ganz schön in die Schleudern gekommen. Schon, nur solange wir Alibi nicht knacken, haben wir keine Chance. Das sagt uns, dass sie selber gewesen ist. Sie meinen, der Reitlehrer hat... Zum Beispiel. Okay, weil wir waren erst zusammen, nachdem er mit Melanie rumgemacht hat. Und sich scheiden lassen wollte. Und Frau Körner mit leeren Händen dagestanden wäre. Und eine reiche Witwe ist allemal attraktiver als eine arme, geschiedene Frau. Stimmt's, Herr Stumpfecker? Das sind doch alles Spekulationen. Ja, dann mal Tatsachen. Wo waren Sie gestern zwischen 20 und 21 Uhr? Zu Hause. Zeugen? Ich war allein. Hören Sie, ich habe mit Thorstens Tod nichts zu tun. Das müssen Sie mir glauben. So, müssen wir das. Herr Stumpfecker, ist ja nicht so wie vor, in nächster Zeit zu verreisen. Nein, wieso? Weil wir Sie in diesem Fall bitten müssten, Ihre Reise zu verschieben. Soll das heißen, dass Sie mich allen Ernstes verdächtigen? Richtig, genau das soll es heißen.
Ach, Frau Stockel, würden Sie bitte alles herausfinden, was es über Ihren Reitlehrer gibt? Über den Stumpfecker? Genau. Freilich. Aber bitte nicht vor Ort, ne? Nur was es in den Polizeiunterlagen und im Internet über ihn herauszufinden gibt. Natürlich. Und Michi, hat sich was Neues zum Alibi von der Frau Körner ergeben? Na, da hat sich leider gar nichts ergeben. Aber du, ich habe mir Folgendes gedacht. Weil wir noch nichts Genaueres wissen, also wer alles, da habe ich immer gedacht, dass das Alibi von der Mutter, von der Frau vom Toten... Michi, bitte halt noch, ja? Ja, ich habe die Kollegen in München angerufen, dass sie bei der Mutter von der Frau vom Toten vorbeischauen sollen. Und? Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Na prima. Hast du dann wenigstens den Nagel ausfindig machen können? Freilich habe ich den ausfindig gemacht. Ja, und warum sie ihn dann nicht? Das liegt vielleicht daran, dass du nicht durch Wände schauen kannst. Weil wenn du durch Wände schauen könntest, dann wüsstest du, dass er gleich im Vernehmungsraum sein wird. Irgendwann drehe ich ihn um. Noch mehr Arbeit. Herr Nagler, halten Sie ruhig Platz. Ich habe nicht vorgehabt, dass ich aufstehe. Na, dann passt's ja. Sie wissen, warum wir Sie hergebeten haben? Weil Sie wenig zu tun haben? Weil Thorsten Körner ermordet wurde. Sie kannten ihn? Flüchtig. Sehr flüchtig. Immerhin gut genug, um mit ihm Geschäfte zu machen. Ich habe kürzlich einen Gaul von ihm gekauft, wenn Sie das meinen. Und dabei gab's Probleme? Wer sagt das? Gab's Probleme? Keine, die man nicht hätte lösen können. Fragt sich nur wie. Wann haben Sie den Herrn Körner zum letzten Mal gesehen? Was weiß ich, vor einer Woche oder so? Nicht vorgestern Abend. Na, bestimmt nicht. Sie kauen ja einen Kaugummi? Ja, und? Könnte ich den haben? Sein muss. Danke. Bitte. Am Tatort haben wir nämlich einen Kaugummi gefunden. Und zwar genau vor der Pferdebox, in der Körner ermordet wurde. Respekt. Und wer sagt, dass der von mir ist? Niemand. Aber das wird ein DNA-Abgleich ohne Probleme klären. Okay, dann ist er halt von mir. Den habe ich ausgespuckt, wie ich vor einer Woche bei ihm war. Haben Sie nicht. Die Boxen werden jeden Tag gesäubert. Der Kaugummi wird beweisen, dass Sie in der Mordnacht in der Halle waren. Und Körners Verletzung beweisen, dass Sie sich nicht nur verbal mit ihm auseinandergesetzt haben. Der Scheißkerl hat mir einen Deckhengst für 500.000 Euro verkauft, der überhaupt keinen mehr hochkriegt. Und weil Ihnen ein Zivilprozess so lange dauert, haben Sie zur Selbsthilfe gegriffen. Mein Gott, wir haben ihn halt ein bisschen aufgemischt. Ein bisschen aufgemischt? Ja, aber wie wir gegangen sind, hat er noch gelebt. Fangst den Rösler und den Berger, die können Ihnen das bestätigen. Zwei Freunde von Ihnen, nehme ich an. Also was deren Aussagen wert sind, brauche ich hier nicht erst lang und breit erklären. Ja, aber so war es, echt. Wir haben den nicht umgebracht. Also bis das geklärt ist, bleiben Sie erstmal hier. Ja, wie jetzt? Herr Nagler bekommt ein Einzelzimmer mit Meerblick. Ja. Und Thomas, bringst du den Kaugummi bitte zur KTU? Wird gemacht. So, der Herr. Und was halten Sie von ihm? Naja, zuzutrauen ist dem alles, aber eigentlich wäre das schön blöd, wenn er den Körner umbringt, bevor er sein Geld zurückkommt. Na, sehe ich auch so. Trotzdem, raus aus der Nummer ist der Nagler noch lange nicht. Wieder schon der 80er. Ja, Marie, was machst denn du da? Du hast mehr Glück als Verstand. Grüße, Herr Hansen. Hallo, Frau Hofer. Gut sehen Sie aus. Danke. Sie aber auch. Du hast die Karten, ja? Ja, zwei Karten für die Stadt. Super, da, kannst du das haben? Echt, obwohl es so Raritäten sind. Wenn du es nicht willst. Ja, nimm schon. Gern Karten, aber umsonst? Naja, so ganz umsonst sind die nicht, Herr Hansen. Verstehe. Sie Stalldienst und ich allein unterwegs. Tja, so kann man das sagen. Wiederschauen, die Herren. Wiedersehen. Wollen Sie mir das erklären? Es ist gar nicht so gut, wenn man immer alles weiß. Grüß dich mit sich. Servus, Kobinian. Ein Weißbier? Ein leichtes. Schickes Tintel. Danke. Grüß dich, Rainer. Kobinian, ist schon wieder ein Mandant von mir umgebracht worden. Du, der eine Rang erst einmal. Und wo bist du denn dann da? Warum wird die da sein? Weil ich dir deine Opernkarten bringe. Ach so, die Karten. Ja, du, das wäre gar nicht mehr nötig. Wie? Die wolltest du doch unbedingt haben. Ja, wollte ich ja auch. Wegen dem Stauthenor. Aber heute Nachmittag haben sie im Radio gebracht, dass sich deine Magen-Darm-Grippe eingefangen hat. Und wegen einem drittklassigen Ersatzmann hocke ich mich nicht in Opa. Willst du auch was essen? Nein, ich is nix. Das ist der Appetit vergangen. Mit dir das Reis bezahlt der Fischbach. Jetzt sei doch nicht so empfindlich. Zum Wohl.
Okay. Morgen, Stocke. Morgen, Michi. Magst du einen Tee? Hoflattich gibt's. Gerne. Kipper Rosenheim, Apparat Stocke, grüß Gott. Oh ja, ja, der steht gerade neben mir. Ja, gebe ich Ihnen weiter. Kollegen aus München. Ui. Polizeiobermeister Mohr, guten Tag. Aha. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja, super, danke. Ende. Servus, Herr Kollege, Moin. Und? Wie schaut's mit dem Nagler aus? Der ist erstmal aus dem Schneider. Seine Freunde haben seine Angaben bestätigt. Tja, bleiben uns eigentlich bloß noch Frau Körner und ihr Reitlehrer. Oder wenn wir sie übersehen. Und Michi, hast du was gehört von den Kollegen aus München? Freilich habe ich was gehört. Was haben Sie gehört? Die Kollegen aus München waren bei der Mutter von der Frau vom Opfer und haben gefragt, ob das Alibi stimmt. Und, stimmt's? Die Mutter sagt ja. Dann können wir uns die Frau Körner als Täterin abschminken. Das können wir leider nicht, weil die Kollegen aus München waren auch noch bei einer Nachbarin von der Mutter und die hat gesagt, dass die Frau Körner mit dem Auto weggefahren ist. Ja, und? Zwar nicht in der Früh, nicht zum Mittag, sondern auf die Nacht. Und zwar genau so, dass sie zur Tatzeit in Rosenheim hat sein können. Na dann, Herr Hofer, lösen wir den Fall. Das machen wir bestimmt. Ich bin mir nur nicht sicher, ob das wirklich die Körner war. Corbinian, sie hat ein Motiv, sie hat kein Alibi. Ist doch klar, dass es war. Jetzt ist mir das zu klar. Wir müssen irgendwas übersehen haben. Ihr berühmtes Bauchgefühl? Was weiß ich. Na dann, Herr Mohr, kommen Sie mal mit, dann machen wir das alleine und Herr Hofer geht nochmal seinem Bauchgefühl nach. Sie haben uns also schon wieder belogen. Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Frau Körner, ich habe doch selbst mit den Kollegen von München telefoniert. Ihre Mutter hat für Sie gelogen. Sie sind schon am Abend zurück nach Rosenheim gefahren. Sie konnten also ohne Probleme zur Tatzeit auf dem Gestüt gewesen sein. Das stimmt. Ich war nicht die ganze Zeit bei meiner Mutter. Ich habe die Nacht mit Philipp verbracht. Ja, aber wie hätte denn das ausgesehen? Ehefrau verbringt die Nacht mit dem Geliebten, während ihr Mann ermordet wird? Wir hätten geglaubt, dass sie mit ihrem Geliebten ihren Mann ermordet haben und sich gegenseitig ein Alibi geben. Ja, und das glauben wir jetzt erst recht. Ja, aber so war es nicht. Hat's gestanden? Noch nicht. Das ist eine harte Nuss. Ja, aber die sind dumme Nüsse. Schaut mal, ihr Nüsse. Fällt euch da was auf? Was soll das sein? Da ist nichts auf dem Büttel, aber auf dem, 2 Minuten vorher, da ist was. Mhm. Sieht aus wie... Wie ein Armband. Das ist ein Armband. Mhm. Und es gibt nur eine, die das weggenommen haben kann. Genau die. Frau Jenrich, kennen Sie dieses Armband? Nein, ich glaube nicht. Ist es in Ihrer Wohnung gefunden? Sie waren in meiner Wohnung. Logisch. Das dürfen Sie nicht. Doch, das dürfen wir. Als Sie am Tatort waren, haben Sie das Armband nicht getragen, oder? Ich trage es nicht immer. Ich hatte es wahrscheinlich zu Hause vergessen. Zu Hause nicht. Schauen Sie, dieses Foto haben unsere Kollegen von der Spurensicherung aufgenommen, bevor Sie in der Pferdebox waren. Und dieses, nachdem Sie die Box wieder verlassen hatten. Fällt Ihnen was auf? Was soll mir auffallen? Sie haben das Armband eingesteckt, als Sie neben Ihrem Freund gekniet haben. Weil Sie genau gewusst haben, dass es Sie verraten würde. Sie haben das Pferd nämlich auf Körner gehetzt. Und dabei haben Sie das Armband verloren. Frau Henrich, wollen Sie nicht Ihr Gewissen erleichtern? Hm? Er hat mich die ganze Zeit über nur benutzt. Aber er wollte Sie verscheiden lassen. Ja, weil er seine Alte loswerden wollte. Aber mich wollte er trotzdem nicht heiraten. Mich wollte er genauso in den Wind schießen. Und an diesem Abend wollte ich noch einmal mit ihm sprechen. Und er hat mich nur ausgelacht. Und da haben Sie rot gesehen. Rasputin wurde immer unruhiger.
Und dann habe ich ihn auf ihn gehetzt. Ja, und den Rest kennen wir. Herr Mohr, haben Sie Ihre Handschellen dabei? Bitte? Die Handschellen. Legen Sie sie bitte Frau Jendrich an. Wir müssen ihr nämlich versprechen, dass sie dabei sein darf, wenn wir den Mörder festnehmen. Jetzt sind sie dabei, sogar in der ersten Reihe sozusagen. Frau Jendrich, Sie sind vorläufig festgenommen wegen des dringenden Tatverdachts, Thorsten Körner ermordet zu haben. Michi, warte, deines Amtes Kategorie. Frau Jendrich, wenn Sie bitte mit der Kollegin mitgehen möchten. Kathi! Ewig schade. Was machen wir beiden Hübschen jetzt? Wir? Wir gehen jetzt in die Oper.